Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mitfahren wollt. Letzter Tag in Albanien, eine Nacht wollen wir noch hier bleiben, dann geht es in das Kosovo. Nach den ganzen Bergen wäre ein Stellplatz direkt am See ja mal ganz cool und wir haben auch prompt einen gefunden. Doch näher betrachtet gefiel uns der Platz dann nicht mehr so gut. Jede Menge Müll, wahrscheinlich tauchen hier ständig Menschen auf und es ist doch auch ziemlich dicht an der Straße. Also, weiter geht's, wir werden schon noch einen besseren Platz finden. Waschtag, zweiter Versuch. Heute ist mal Sonne. Mal sehen, ob es wird. Ja, kommt noch was. So, schönes Plätzchen hier in der Sonne. Wäsche hängt und trocknet. Jetzt erstmal einen schönen Kaffee und eine runde Sonne tanken. In den Bergen ist es mit dem Wetter ja immer so eine Sache. Die Sonne hat leider nicht lang genug gehalten, um die Wäsche trocken zu machen. Also haben wir noch für ein paar Stunden mal die Kabine hübsch dekoriert. Der neue Tag startet mit ganz schön Nebel. Kein Wunder, wenn die Sonne auf dem feuchten Boden brennt. Kommt da rein. In den Kosovo führt eine nagelneue Autobahn. Überhaupt gibt es in Kosovo jede Menge neue Straßen. Mission. I'm private here. So I need the insurance. The next house. Next. Yeah. Next house. Okay. Ciao. Ciao. Thank you. Eigentlich, aber kann man da hinten rein. Ja. Ja, aber ich weiß noch nicht, warum.
wir jetzt bei Traktor Neid oder was hier? Ja. Da rechts neben dem Wald. Ah, da kommen wir wegen dem Dach jetzt nach hin, ne? Perfekt aus. Falls da keiner rein will. Guck mal, wie es von außen aussieht. Ja. Wir sind jetzt hier in Prisren oben auf der Festung. Machen wir einmal einen Rundschwenk. Ich hoffe, wegen der Sonne klappt das. Da im Hintergrund ist der Bereich, wo die deutsche Kaserne war. Geht's auch den Zivilien die Aussicht genießen. Ein Brunnen, die Gelegenheit, schnell mal die Wasservorräte aufzufüllen. Bei Herrn Selber Schalaf vom Partsender haben wir noch schnell unser Thermostat abgeholt, das wir am Morgen bestellt hatten. Das war wirklich super Service. Binnen 3 Stunden hat er uns das Teil besorgt. Gleich rechts vom Kloster, falls du gucken willst, mit den Canyon wollte ich nämlich gerne noch mal fahren.
dem Parkplatz, den wir uns für die Nacht ausgesucht haben, lebt ein wilder Hund. Da sitzt der Hund, genau unter unserem Fenster. Anscheinend ist ihm langweilig, den ganzen Tag hat er voll in der Sonne gelegen und jetzt nachts meint er, hier umfallen zu müssen. Ist gut jetzt. Gut, dann mache ich jetzt wieder dunkel, ne? Und dann schlafen wir alle. Unser Wachhund sitzt auf der Straße. Genau unter unserem Auto geschlafen. Mit Moin, wo wir das erste Mal die Tür aufgemacht haben, hat er sich erschreckt, ist rausgekommen. Und nun läuft er hier wieder auf der Straße hin und her und bewacht seinen Parkplatz. Bevor wir nach Pristina fahren, baue ich erstmal das Thermostat ein, was wir uns am Tag zuvor besorgt haben. Das ist Brunner. Der Rest. Passt doch schon mal sehr schön da rein. Wenn ich schon mal in Kosovo bin, muss ich natürlich auch im KV-Hauptquartier ein paar alte Kameraden besuchen. Das kann ich euch aus Sicherheitsgründen und wegen Film- und Fotografierverbot natürlich nicht zeigen. Also weiter geht's Richtung Petsch und dann in das wunderbare Rugova-Tal. Yeah.
Basti, ich weiß nicht, ob der Leiter vorbeigeht. Das war's schon wieder für heute. So schnell kommt man durch den Kosovo. Im nächsten Teil fahren wir wieder nach Montenegro. Wir besuchen den Norden Montenegros und fahren entlang der wilden Tara durch ihre bis zu 1300 Meter tiefe Schlucht wieder hinauf in den Durmitor Nationalpark. Dann drehen wir nach Süden ein und fahren bis zur Bucht von Kotor. Ihr wisst ja, wer weiter mitfahren will, den Abonnieren-Button und den Daumen nach oben drücken.